Moin, Robert. Wenn ihr wöchentliche Vlogs, wöchentliche Reactions und wöchentliche Stream-Highlights nicht verpassen wollt, dann absolut gerne rein abonnieren und die Glocke aktivieren. Ja, sehr klar. Moin, Robert. Herzlich willkommen. Neue Reaction endlich mal wieder auf Storo. Car-Parkour, does it work? Also irgendwas mit Autos und Parkour. Man könnte es auch Car-Kur nennen, ja? Aber wir gucken selber, was da passiert. Oh my days, blood. Do not copy, damit das mal klar ist. Oh God! Oh God! Our army, get up to 10 million subscribers. When we get to 10 million, crazy stuff is happening. Oh, oh, oh. 10 million. 9,15 Millionen Abonnenten. Es ist so geisteskrank. Englischer Content, geiler Content. Und die ganze Welt kann es halt auch gucken, ne? Geil. Okay. Around the corner, I'm in. Geil. Die Landung stelle ich mir recht weird vor. Wenn du so fährst und dann springst, werden die Knie und Beine auf jeden Fall anders belastet als sonst. Sonst hast du ja eigentlich nur halt die Kraft nach vorne, die du bremsen musst, und so halt übelst seitlich, also so offen. Übelst auf dem Meniskus, glaube ich, oder was das ist, drauf. Also so, ja, zur Seite halt. Stell ich mir spannend vor, wie sich das verhält. Und ich würde ich auch gerne mal so sehen, aus so einer richtig medizinischen Analyse, wie das so fürs Knie ist, wenn man mit so, sag ich mal, Schwung von der Seite und von vorne kommt. Oh, das ist ein geiler. Ah, guter Bremser. Das ist natürlich Quatsch. Geil. Ah, ist geil. Geil. Ah, schade, hätte gefühlt, wenn die Mülltonne offen gewesen wäre. Schön rein und dann damit weiterfahren. Collect by car. Collect by car? Ist zu abgeranzt, aber es könnte ja, hätte so gut sein können, dass die da Dinge da einfach auch hingemalt hätten. So, oder dass der Weg ist. Würde Sinn machen. Bild. Whack it up to a steady 70, Toby. Oh! Der gute alte Hippie-Jump vom Skateboarden. Wenn du hochspringst und das Board unter was herfährt, heißt Hippie-Jump, ne? Geil. Geil. And then poof over the edge. Yeah, that'd be a pretty cool stunt. Yeah, slam the brakes and go straight over. Is that done then? Next. Before it gets more dangerous. Before someone suggests me doing something. You cat pass too fast, you land on the windscreen. And if you don't cat pass quick enough, you like land off of it. And Toby had like a jolty kind of breaky, like. If he doesn't go at a consistent speed. Do you reckon no hands? Like just straight hippie jump? Dive roll would be cool, I think. Oh. But then you keep moving forward and you just smash the windshield with your feet. Dive roll, wenn das Auto sich bewegt. Das Auto bewegt sich, du mit den Dingen? Dive roll? Das könnte aber doch gehen, oder nicht? Stretch limousine. I'll just go home and get my limo. I reckon just try and get the straight jump. Yeah, box jump's the one. Do you want to try it, kind of? I was hoping no one was going to say that. I'll have a look. Don't go too fast. Yeah. Use the whole board.
not nice. It's really hard. Oh, sah schon sketchy aus, ey. Geil, ey. Geile Challenge. Irgendwie so simpel auch eigentlich. Hesitation. I feel like crushed, man. Best of luck. Do the same pace. Alright. Consistency is the... Consistent speed is the... Boah. Nice. What happened? The silence was a weird one then, because I was like, oh no, what's happened? Go in. He's in. Ja, ist der Mann für den Boxjump jetzt. Ja, fast. Zack. Nee. Okay, Boxjump ist aber auch scheiße, weil du springst ja quasi nur hoch und dann geht das Auto weg und du fällst runter. Du musst ja auch schon sehr nach vorne springen dabei. Nicht nur hoch. Interessant. After the first one, I was like, that was so weird. I jumped and I moved back a little bit. Didn't anyone try a hippie jump? To try, tried it then. Yeah, I was trying. Yeah. Really? Yeah. What's the worst case scenario? Box, stimmt, ich habe mich gerade vertan. Boxjump ist auf das Ding drauf, quasi ein Prezi. Und der in Hippie Jump, den haben sie auch am Anfang gemacht. Nee, noch nicht. Den wollen sie jetzt probieren. Da habe ich die ganze Zeit dran gedacht. Ja! Boah, Junge, auch relativ hoch. Scary, Mann. Oh, my days, Blood. Oh, geil. So scary. Right, we're at our next spot. Toby's got his hazards on. That delays a call by about 1 minute. Yeah. Haben wir uns tatsächlich auch schon oft überlegt, jetzt nicht in der Form, aber einen Transporter halt mitzunehmen oder so, wo man dann drauf springen kann. Das ist eine deutlich safere Alternative. Da muss man sich eigentlich auch mal direkt aufschreiben, weil so geht halt kein Dach oder so kaputt. Aber es gibt einige Sprünge, wo wir halt eine Erhöhung hinter bräuchten oder irgendwas zwischen bräuchten. Ich habe da jetzt einen speziellen Jump in der Innenstadt im Kopf. Das wäre nämlich auf so eine Litfaßsäule. Das wäre so ein richtig fetter Jump, ein Running Jump von einem Dach auf eine Litfaßsäule, aber die Litfaßsäule ist auch ziemlich hoch, so 5 Meter, 6 Meter, irgendwie so. Und du musst halt mit Vollgas drauf und du bleibst höchstwahrscheinlich nicht auf der Säule drauf stehen, sondern hättest halt so viel Schwung, dass du noch weiter droppst. Also, dass du aus der Landung direkt wieder nach vorne droppst und dann 5, 6 Meter auf Beton mit dem Schwung ist halt schon krank. Und wenn man da halt dann nämlich einen Transporter oder sowas hinterparkt, weil dahinter kommt direkt die Parke, die Straße, die Parke, Digga, die Straße, wenn da dann was Erhöhtes steht, müsste ja in dem Fall ein Transporter oder was sein, du darauf landest, geht der Drop halt übelst klar. Oh, das müssen wir mal in Angriff nehmen, weil damit kriegst du nämlich tatsächlich einige geile neue Jumps mit hin, an alten Spots auch. Oh, Dinges. It, mate. Drew's looking at dive roll. Yeah, I've opened all the windows because I feel like someone's gonna come in with a crane or. I was gonna say there is a truck coming. That looks like it absolutely goes. I swear that's harder. I think I'd. Yeah, I wollte gerade auch sagen. Die Standing Dive Roll von da ist ja wohl viel härter als die Dive Roll. Mit Anlauf über den Zaun da drauf. Alter, Standing Dive Roads finde ich so fürchterlich. Mache ich nie. Standing Dive Roads nur Drops, also irgendwo runter. Aber eine Standing Dive Road auf Weite, ekelhaft. Hier, hat er auch gerade gesagt. Hier. That looks like it absolutely goes. I swear that's harder. I think I'd more likely underdo that standing one than the running one. Ja. Like this before. Schön in der fetten Winterjacke auch.
Geil. Drew meinte auch gerade, er hat schon lange nicht mehr sowas gemacht. Ich wollte auch schon sagen, Alter, Drew habe ich schon lange nicht mehr in Action gesehen. Auch schon länger kein Story-Video mehr gesehen, aber man kriegt ja auch auf Instagram viel mit. Und von so Toby, Drew und Sascha sehe ich echt nicht mehr viel. Echt nicht viel. Ich habe nämlich auch mal gehört, dass, also ich kenne die Jungs ja und Max kennt die auch recht gut. Und ich habe gehört, dass der Drew bei Stora so der Geschäftsführer ist, also der, der sich um das ganze Business kümmert, was ja auch ein großer Part ist. Die verkaufen viel Kleidung, haben halt einen krank großen YouTube-Kanal und da hat er, glaube ich, deswegen auch nicht mehr viel trainiert, sondern eher so halt ein Geschäftsmann geworden ist. Toby ist verletzt gewesen sehr lange und hatte wahrscheinlich immer noch mit zu kämpfen, weiß ich nicht. Ja, und Sascha war auch viel verletzt und ja, hat ja auch, wie man sieht, deutlich zugenommen. Deswegen denke ich, man macht ja auch generell nicht mehr so viel Sport oder kann auch nicht mehr so viel Sport machen. Was man bei Sascha nie vergessen darf, der war früher absolut wild unterwegs. Also der hat früher schon somit die krassesten Sachen bei Stora auch gemacht. Komm, jetzt nochmal in Ruhe, ohne Gequatsche, die Dive-Roll angucken hier. Weil das ist ja auch immer ein, ist ja auch immer so ein Move, den willst du dir angucken. Big time recommend. Did you want to do it? Big time! I did it, but like, yeah. That would be a shock, yeah. But it did end up being more perfect than it would have been, which is like, huh? Now you're gonna do that. The light is rapidly fading from the day. We found ourselves splat spot. From here, jump, splat, down to the car. Big to do standing though, because it is a standing one. Toby, our stunt driver, he's got out of his driving seat and is into the hot seat of the action. Just to be clear, no one, literally no one's doing this splat without a car underneath. Yes! Geiler Shot. Yes! Easy! You're like 12 level, bro. Yeah, that's fine. Woo! Yes, Frank! Very soft and cat-like. No noise. You can just go so much further. I think if you prep a pre, you can go like a half further, can't you, with a splat? Yeah, because you've got that lean back reach where it would be a bounce and it's not like you don't need to stick it, you just need to touch it. Ja, ich stimm's zu, schätze das aus. Sehr entspanntes Video. Also bei Stora wenig Full Send mehr. In letzter Zeit, glaube ich, oder so generell. Aber sehr entspannt, macht einfach Spaß zu gucken. Sehr angenehmer Vibe einfach. Whip it in, whip that nose in. Got two more feet, one more foot, half a foot, 6 inches. Got loads of room. This is a bit of you, isn't it? It's got caves written all over it. Yeah, I really struggle with high step up, but I think it's not too bad. Yeah. Oh, drüber, drauf! Yeah, nice. Geil auch! Junge, geil! Alter, no. Drew aber im absoluten Dive-Roll-Game, also das finde ich aber mal richtig geil, muss ich sagen. Herrlich! Yeah! That was a golf. Merkt ihr das eigentlich? Ich bin auch übelst entspannt beim Video gucken. Noch nicht einmal irgendwie ausgerastet oder geschrien oder so. Kann das sein? Wirklich, das Video, das bringt einen wirklich runter. Das macht einfach Spaß, da so ein bisschen meditativ einfach was wegzugucken und sich inspirieren zu lassen, weil geile Dinger bei. Einfach geil. Oh, nice. Komm, jetzt nochmal drüber. Schön. Nice. Geil. Oh, yeah. Yeah. That right in the car? Yeah. I have no idea. Chilling. Oh, getting stuck. Oh, no. You said it yourself. Nice. Oh, yes, man. Oh, das sage ich euch. Aber selbst so eine Landung, die ja eigentlich gar nicht so hoch ist, kein großer Drop und was,
im Winter, wenn du dich nicht richtig aufgewärmt hast, ey, da ist wirklich fürchterlich. Da tut dir wirklich alles weh dann nach so einer Landung. Kann er komplett nachvollziehen. Hat er auch gerade die Geste gemacht. Ihr seht das, sehr tief reingesquattet da in der Landung drin. Arm runtergesetzt, das willst du wirklich nicht haben. Den Drop hier vom Autodach, den nimmst du im Sommer zum Warm-up mit dem Flip. Aber im Winter ist das wirklich so eine Nummer, da denkst du dir nur, boah, nee, ey, komm, mal fertig jetzt. Weil das Wetter schon geil ist. Put yourself in that position, you'll be fine. Yeah, but it's, you have to decide that there. Yeah, yeah. I wouldn't be so annoyed if I don't do it. Komm! Schön drüber jetzt! Ja, genau das. Ah, da merkst du auch den Winter bei den Jungs. Also, das ist ja wirklich, da hast du einfach Bock auf weniger Bewegung im Winter. Da lässt du da auch einfach mal die einfach fallen nach so einem Jump. We need everyone that has a car in Storrow needs one of those roof racks. Ja, geil. Entspanntes Video. Wie gesagt, sehr entspannte Dinge. Echt Bock gemacht, da durchzugucken, muss ich ehrlich sagen. Und wie jetzt auch schon gesagt, auch einfach geile Inspiration, dass wir mal unsere Projekte, die ein Autodach benötigen, mal in Angriff nehmen. Hier schreibt noch einer, dein Full-Send-Schild im Hintergrund hat mich voll hypnotisiert. Ja, das war auch wirklich in dem Video so ein bisschen was im Leuchten hinten drin. Entspannte Mucke, die Jungs, die sich nicht anschreien, so wie wir, wo einer gnadenlos ausrastet, sondern einfach paar Jumps, gute Zeit, gutes Wetter, Sonnenuntergang, schön mit 20 km/h da, dann auch durch die Gegend tuckern, nicht mit 74 durch innerorts und was, sondern das genaue Gegenteil eigentlich von einem Schlappenvideo. Schön. In diesem Sinne, gerne, oder macht mal hier auf jeden Fall Terror bei Storrow unten, schön abonnieren. Auch hier der Hinweis, ich bin gerade in einem anderen Browser, deswegen, ich habe Storrow natürlich abonniert. Tatsächlich auf dem Weg zu den 10 Millionen Abos. Absolut krank.